Ja, herzlich willkommen im Literaturforum im Brechthaus zur Lesung und Gespräch mit Erwin Berner und seinem neuen Buch Zu einer anderen Zeit in einem anderen Land, moderiert von Frauke Meyer-Gosau. Laut Auskunft der Senatsverwaltung für Kultur und Europa sind Literaturhäuser gemäß der neuerlichen Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vom 21. April als Museen, Gedenkstätten und ähnliche Kultur- und Bildungseinrichtungen öffentlicher und privater Trägerschaft anzusehen, für die ab dem 4. Mai 2020 unter Einhaltung der Hygieneregeln ein durch die Abstandsregeln zahlenmäßig entsprechend stark eingeschränkter Publikumsverkehr bei Veranstaltungen möglich ist. Nun, in jüngster Zeit wurde immer wieder beteuert, wie wichtig Literatur, Kunst, Kultur für unser gesellschaftliches Zusammenleben sind. Wenn jetzt immer mehr Läden, Geschäfte und selbst Shopping-Malls wieder ihre Türen öffnen, wäre es meiner Meinung nach ein falsches und fatales Signal, nicht auch im Bereich der Literatur und Kultur die gegebenen Möglichkeiten zu nutzen. Für das Literaturforum im Brechthaus bedeutet dies allerdings, dass wir uns mit einem sehr kleinen Publikum vor Ort begnügen müssen, und alleine schon deshalb werden wir auch weiterhin als digitales Literaturforum Streams unserer Veranstaltungen zur Verfügung stellen, um allen Interessierten die Teilhabe an unserem Programm zu ermöglichen. Und selbst wenn nur wenige Besucherinnen und Besucher direkt vor Ort mit dabei sein können und auch selbst wenn das Bild aufgrund des notwendigen Tragens seines Nasen-Mundschutzes im Publikumsbereich sehr bizarr ist, macht es gleichwohl einen großen Unterschied verglichen mit der Situation, dass gar kein Publikum mit vor Ort ist und wir sozusagen einfach nur in die Weiten des digitalen Raums hineinsprechen. Dieser Zugewinn an Atmosphäre der Veranstaltung als Ganzer kommt sozusagen der Veranstaltung als Ganzer zugute, von wo auch immer ihr beigewohnt wird. Ganz in diesem Sinne freue ich mich sehr, Erwin Berner begrüßen zu dürfen. Mit Zu einer anderen Zeit in einem anderen Land hat Erwin Berner eine Chronik seines Lebens vorgelegt, die von frühem Ruhm, Umbruch und Neubeginn erzählt, mithin vom Leben in zwei sehr unterschiedlichen Systemen und das als Sohn eines gefeierten, prominenten, schon zu Lebzeiten kanonischen Schriftstellers. Wie jeder autobiografische Bericht lebt die Darstellung nicht zuletzt aus der Spannung zwischen der erinnerten Zeit und der Jetztzeit, aus der heraus erinnert wird. Diesem Prozess des Erinnerns werden wir gleich folgen können. Ebenfalls herzlich willkommen heiße ich Frau Meyer-Gosau, die das Gespräch führen wird und uns auch Erwin Berner gleich noch etwas näher vorstellen wird. Frau Meyer-Gosau ist Publizistin, sie ist Literaturkritikerin und als solche hier am Literaturforum im Brechthaus zudem fester Bestandteil des literarischen Trios. Jetzt gehört das Wort dem Podium. Mein Name ist Christian Nippe, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Bitte schön. Ja, vielen Dank für diese nette Hinführung zu einer wirklich ungewöhnlichen Situation. Aber Christian Hippe hat eben von der Atmosphäre gesprochen, davon, wie unterschiedlich die Atmosphäre ist, wenn der ganze Raum gefüllt ist mit auf- und angeregten Zuhörerinnen und Zuhörern und wie anders es ist, wenn das Ganze digital nur noch stattfindet. Wir werden eine Zwischenform erleben und wir werden, da bin ich ganz gewiss, erleben, wie viel Atmosphäre sich unmittelbar überträgt, auch wenn das Publikum, wer weiß wo, in Madagaskar, in Sydney, in der Cloud womöglich sitzt und hier aber vor allen Dingen bei uns. Wir haben uns eben oben darüber unterhalten. Ich bin natürlich so vorgegangen, wie man in meinem Beruf vorgeht. Man guckt mal so bei Wikipedia. Herr Berner darauf, das kenne ich nicht. Also Wikipedia schon, aber den Eintrag nicht. So.
denn ich wollte sicherstellen, dass über das hinaus, was man bei Wikipedia lesen kann, nämlich Erwin Berner, 1953 in Berlin-Ost, steht dort tatsächlich geboren, ist ein Autor und Schauspieler. Und dann wird folgender Satz zitiert: Ich bin der Sohn von Erwin Strittmatter und heiße Erwin Strittmatter. Ja, wenn der Satz so. Ja, es steht geht, so. Dann müsste er endlich enden und das alles ist keine Schande oder irgendetwas so. Ja, das könnten wir leicht hinzufügen. Ich wollte daran anknüpfen, dass die Geschichte von Erwin Strittmatter und Erwin Strittmatter bereits in einem anderen Buch von Erwin Berner abgehandelt wurde, nämlich Erinnerungen an Schulzenhof. Dort spielt naturgemäß auch seine Mutter, die wir nicht vergessen sollten, die Lyrikerin Eva Strittmatter, eine Rolle. Aber wir wollen heute mal dieses Strittmatter-Thema Strittmatter sein lassen und uns ganz auf das konzentrieren, was in dem neuen Buch abgehandelt wird. Wovon erzählt es? Ja, die Ausgangssituation war, dass ich 2005 durch Friedrichshain lief und plötzlich vor einem Haus stehen blieb und eine Erinnerung hatte, dass ich vor diesem Haus schon mal gestanden hatte mit einem Freund und dass wir ein Fenster beobachteten, hinter dem jemand wohnte, in dem der Freund mächtig verknallt war. Zu dem Zeitpunkt 2005 wohnte der Freund oder Bekannte, ja, eher Bekannter schon in Hamburg, durch die Wände dorthin verschlagen. Und das hat ergeben, dass mir einfiel, wie viele Leute ich gekannt hatte im Laufe all der Jahre, die ich in Friedrichshain lebe, die dort gelebt haben, mit denen ich zu tun hatte, die entweder durch die Wände dort weg Friedrichshain verlassen haben oder gestorben sind oder was auch immer. Also das war eine Initialzündung, die mir noch gebracht hat, dass ich dachte, also wenn ich darüber schreibe, dann müsste ich aber auch über die Mieter im Haus schreiben, mit denen ich gelebt habe, zu DDR-Zeiten, die lange dort gelebt haben. Dann muss ich über meine Zimmerwirtin Oma Schade schreiben. Dann muss ich über die Straßen schreiben, wie sie zu DDR-Zeiten waren. Was für Geschäfte, das war ja alles viel reduzierter. Und die Geschäfte hatten aber eine längere Lebenszeit als heutzutage. Heutzutage wechselt ja alles sehr schnell. Also das wurde plötzlich, war eine für mich brillante Idee und ich hatte eben den Anfangssatz, alle sind fort und ich will schreiben, aber mir grauste ziemlich schnell davor, dass ich dachte, das wird gewaltig viel Arbeit. Um es kurz zu machen, im nächsten Jahr, also 2006, es hat mich dann innerlich anscheinend doch nicht losgelassen, sind mir diese Erinnerungen ins aktuelle Tagebuch geraten und es ist dadurch übers Jahr ein sehr, sehr umfängliches Tagebuch geworden, 1600 Seiten, handgeschrieben, DIN A4, also das ist schon Freude für die Hand. Dann habe ich, am Jahresende war ich froh, dass das Jahr vorbei war, dass ich es beiseite legen konnte. Nach einiger Zeit habe ich daraus aber mir eben das rausgezogen, die täglichen Einträge, die Tage betrafen, beiseite gelassen, das sozusagen, was das Haus und all diese Sachen betrifft, habe ich mir rausgeschrieben. Das mag Anfang der Tausender Jahre gewesen sein und dann kam Ingrid ins Spiel. Ingrid Kirchhoff-Heix, man erkennt sie jetzt nicht hinter der Maske, das ist alles so gespenstisch. Dir habe ich zum ersten Mal Text gezeigt, das war aber noch der doppelte Umfang. Und da haben wir beraten und du hattest eine Fassung auf Diskette und hast mir mitgeteilt, du versuchst da irgendwas zu machen, aber irgendwann ist es sozusagen in nichts verschwunden.
Dann habe ich dieses gemacht bei Aufbau nach dem Tod meiner Mutter, Erinnerung an Schulzenhof, und war sehr stark beteiligt an den Tagebüchern meines Vaters, an der Ausgabe im Hintergrund, hatte also Kontakt zu den Mitarbeiterinnen vom Aufbauverlag. Da gab es eine sehr, sehr gute Lektorin, Angela Drescher. Die hat meine Erinnerung an Schulzenhof betreut und der hatte ich dann irgendwann von dem Projekt erzählt und dazu gesagt, ach nee, das würde mich interessieren, bringen Sie es mal, aber so beim Verlag, Sie geben es ja ungern zu, aber das hat alles, es zieht sich, zerrt sich, bis irgendwas, sozusagen eine Entscheidung oder eine Nachricht kommt, ja, könnte sein. Und dann kam von Aufbau die Mitteilung, aber inzwischen waren dann viele Leitungswechsel und so weiter, das hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Ich will nur sagen, es hätte alles früher sein können, dann wäre ich nicht, wie viele andere, jetzt in dieses Messeloch gefallen, in dieses Corona-Loch gefallen mit meinem Buch. Aber es ist eben auch eine Lebenserfahrung. Ich habe, das habe ich jetzt schon angedeutet, für mich ein wesentlicher Prozess war bei all dem, was ich geschrieben habe, was ich hatte an Material, ich habe eingedampft, habe sozusagen Sachen, wo ich nur Ähnlichkeiten, wenn du Leute im Haus beschreibst zu DDR-Zeiten, ja, es sind viele Leute Ehen im Alkohol geendet. Und das wird dann sehr schnell langweilig oder man kann mir unterstellen, ich mache ein Panoptikum. Also das habe ich dann reduziert. Da hatte die Drescher mir wirklich den guten Rat gegeben, nehmen Sie nur Sachen, die einen direkten Bezug zu Ihrem Leben haben. Und so habe ich es auch mit den Geschäften gehalten. Es sind ja noch Passagen drin, wo ich durch die Straßen laufe. Mir da war dann ganz, ganz wichtig, was eine heikle Geschichte war. Ich bin zu DDR-Zeiten nicht in die schwule Szene gegangen. Ich bin in den Stadtpark Friedrichshain gegangen. Das war, sagen, wer es wissen wollte, war eine bekannte Adresse. Es gab eben solche Cruising-Stellen. Da wir Homosexuelle im Haus hatten zu DDR-Zeiten, die ganz offiziell das gelebt haben, dachte ich, wenn ich über die schreibe, muss ich auch schreiben, was ich gemacht habe. Sagen, dieses Nachtleben, es ist also mein Tag und mein Nachtleben in der Schreinerstraße 25. Ich musste ja alles umbenennen oder sehr vorsichtig sein, bin also sozusagen oft verwarnt worden von der Justiziarin des Verlages, zu Recht, dass du nicht irgendjemand sich wiedererkennt und sagt, um Gottes Willen, dir einen Anwalt auf den Hals schickt, das wäre ja sein gutes Recht. Also das habe ich versucht zu vermeiden. Und das ist nun das Buch. Ja. So. Okay, das klärt gleich auch eine andere Frage mit, die ich hatte. Es heißt ganz am Ende, es ist jetzt das Jahr 2010. Ja, ja. Und dann dachte ich, hups. Also jetzt ist 2020, ja. Was war dazwischen? Ja. Dieses Nachwort ist 2010 geschrieben und das, was jetzt als Vorwort rangiert, ist jetzt eigentlich ein Buch, was völlig unmöglich ist mit einem Vor- und einem Nachwort, würde ich sofort wegpacken. Also dieses, das wirklich Aktuelle ist dieses Vorwort. Das ist anders, müsste man gucken, wann das datiert ist. Das ist, glaube ich, auf 19 oder so datiert. Okay. Ich mache es 2019. Nein, also das war, als ich das eben so, diesen Extrakt hatte, war ich mit meiner Freundin Angelika in Thüringen und habe 14 Tage, eigentlich wollten wir Urlaub machen, aber ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, irgendwie braucht das ein Nachwort. Und das war eben 2010, dann bin ich zurückgekommen und habe mich hingesetzt und dieses Nachwort geschrieben. Okay. Also für Leserinnen und Leser ist es einfach schön zu wissen, entstanden ist es gewissermaßen in verschiedenen Schichten, verschiedenen Zeitschichten. Ja. Denn das Buch hat eine interessante Form, nicht gerade an der Schnur runter erzählt, dann war das, dann war das. Aber dazu kommen wir noch. Wo steigen wir ein? Am Anfang. Also das Vorwort weggelassen und dann Anfang. Das aus Fairnessgründen, dass ich die ersten 13 Seiten, das ist durchnummeriert. Soll ich machen, ja? Wäre schön. Gut. Also unter der 1. Mal sehen, ob das hier mich mitnimmt, meine Stimme. Es schneit, es schneit. Nun, warum sollte es Anfang Februar nicht schneien? Ich kontrolliere mein Postschließfach, es ist leer. Ich will das Plaza-Gebäude, in dem sich das Schließfach befindet, durch die Drehtür verlassen.
Sie dreht sich träge. Zeitweilig bleibt sie sogar stehen. Ich hasse diese Drehtür. Eine junge Frau betritt mit mir den Raum zwischen Glasscheiben, in den man sich begeben muss, wenn einen die Tür ins Freie befördern soll. 30 Zentimeter mag sie von meiner Schulter entfernt sein. Trotzdem redet sie laut ins Handy, bestellt sie dem und jenem heißeste Grüße. Die Tür verharrt. Die Frau sagt ins Handy, wo sie gerade steckt. Ich rufe, hey, nun ist gut. Die Tür dreht sich weiter, schon gibt sie den Weg auf die Frankfurter Allee frei. Da sagt die Frau über die Schulter gewandt, musst ja nicht zuhören. Solche Dreistigkeit ärgert mich und mich empört, dass ich geduzt werde. Ich brülle, dann müssen Sie hier in diesem Kabuff nicht so brüllen. Ich bewege mich auf die Frau zu. Gerade noch kann ich verhindern, dass ich sie stoße. Blöde Kuh, höre ich mich sagen. Damit hat die junge Frau nicht gerechnet. Erstaunt starrt sie mich an. Ich wende mich ab und laufe zur Straßenkreuzung. Ich bin erschüttert. Was hat sich in mir angestaut? Was macht mich derart aggressiv? Ja, ich verabscheue es, wenn dicht an meinem Ohr telefoniert wird, aber das ist es nicht allein. Auf dem Weg zum Boxhagener Markt fällt es mir ein. Ich kann einen bestimmten Frauentyp nicht leiden. In ihm erkenne ich die Mütter aus dem Kinderladen und auch einige der Kinderbetreuerinnen wieder. Ich muss aufpassen, dass ich mich an der Geschichte mit dem Kinderladen nicht nervlich verschleiße. Diese Art ist, Frau ist laut, anmaßend, rücksichtslos, unverschämt, murmle ich. Ich umrunde den Boxhagener Markt und kaufe Sülz und Äpfel. In der schneeklaren Luft beruhige ich mich allmählich. Dann scheint sogar die Sonne. Die Tüte mit Äpfeln und Sülze in der Hand kehre ich heim. Bald kann ich überhaupt nicht mehr außer Haus gehen, wenn ich mich so leicht errege. Abends zeigt das Fernsehen den DDR-Film Florentina 73, der nach Renate Holland-Moritz' Erzählung Das Durchgangszimmer gedreht wurde. Am besten traf in dieser sozialistisch aufgeputzten Hausgemeinschaft die Schauspielerin Agnes Kraus als Zimmervermieterin Klucke den Berliner Ton. Indes, das ist nebensächlich. Wichtiger ist das Nobeljahr im Durchgangszimmer. Es erinnert mich an eigene Wohnverhältnisse. Als ich in der Schreinerstraße 25 zur Untermiete lebte und es im Erdgeschoss den Kinderladen noch nicht gab. Anfangs stellte meine Wirtin Oma Schade für mich morgens in der Küche Kaffee und Brötchen bereit, gerade so, wie es im Film Florentina 73 zu sehen ist. Ich aber wollte nicht umsorgt werden. Ich wollte mein Leben leben. Ich bat Oma Schade, nicht mehr vom Bäcker Wiener für mich Brötchen zu holen und Kaffee zu kochen. Den Kachelofen im Untermietzimmer sollte sie auch nicht mehr heizen. Im Zimmer stand zwischen den Fenstern eine Stellage aus Rohr, in der Blumentöpfe hingen. Die Blumenstellage und die Balkonblumen gaben den Vorwand her, dass Oma Schade mein Zimmer betreten durfte, dass sie es zum Durchgangszimmer machen konnte. Freilich klopfte sie an, bevor sie hereinkam. Auch ließ sich die Tür notfalls von innen verriegeln. Ich hatte das Zimmer im Mai 1975 gemietet und war zurück nach Freiberg gefahren. Ich war noch am Freiberger Theater als Schauspieler engagiert und kam nur selten nach Berlin. Im Sommer kaufte ich im An- und Verkauf am Rosenthaler Platz einen Kleiderschrank, den ein geschickter Mensch aus Kistenholz gezimmert hatte, einen Zwitterschrank, dessen Oberteil ein Bücherregal und dessen Unterteil ein Schrank war, und einen Tisch mit samt 4 Stühlen. Während ich in Freiberg war, ließ Oma Schade die Sitzpolster der Stühle vom Polsterer neu. Sie ließ sie mausgrau beziehen. Ich zahlte zähneknirschend den Macherlohn. Dafür weiste ich ohne Oma Schades Erlaubnis die Wände im Untermietzimmer. Ich überstrich die Tapete. Die Tür war verriegelt. Oma Schade klopfte an. Sie wollte eingelassen werden. Als ich öffnete, war das Zimmer zur Hälfte gemalert. Die Hände in die Hüften gestemmt, betrachtete Oma Schade eine geweißte Wand. So geht's auch, sagte sie, obwohl die Tapete noch neu war. Ja, aber ich wollte in meinem Zimmer nicht auf eine silberstreifenverzierte Tapete schauen. Ich hatte eine dreiteilige Matratze gekauft. Oma Schade überließ mir ein altes Bettgestell, das quietschte und knarrte, sobald ich jemanden im Bett zu Besuch hatte. Als mich die Filmschauspielerin Ricky, die blonde Ricky, besuchen kam, besaß ich bereits die beiden Liegen, die ich noch heute besitze. Das Bettgestell hatte ich nach dem Liegenkauf wieder in Oma Schades Keller geschafft. Solange es jedoch im Zimmer stand, gab es Ärger mit der Nachbarin.
Sie hämmerte nachts gegen die Wand, wenn das Bett quietschte und knarrte. Oma Schade hatte mich vor der Nachbarin gewarnt. Als ich das Zimmer besichtigte, sagte sie, mit der reden wir nicht. Sie deutete auf die Wand, hinter der in einer Einraumwohnung, zu der auch der halbe Balkon gehörte, die Nachbarin lebte. Die wirft uns tote Ratten auf den Balkon. Und die über uns hackt nachts Holz, mit der reden wir auch nicht. Das heißt nicht, Oma Schade sei mit allen verzankt gewesen. Nein, sie redete im Haus, auf der Straße und in den umliegenden Geschäften mit dem und jenem. Doch sprach sie nicht mit der missgünstigen Nachbarin und der alten Mieterin aus der oberen Wohnung. Die Schauspielerin Ricky verstand sich prächtig mit meiner Zimmerwirtin. »Na, Oma Schade, wie geht's uns denn?« schrie sie der kleinen, schwerhörigen Frau ins Ohr. »Wie soll's mir schon gehen?« fragte Oma Schade zurück. »Der liebe Gott will mich anscheinend nicht haben. Alle sind tot, nur mich will er nicht haben.« So redete Oma Schade, wenn sie betrübt war, wenn sie sich einsam und verlassen fühlte. Für gewöhnlich war Erna Schade, die Umsiedlerin, jedoch guter Dinge und meinte, »Oh, es muss gehen, junge Frau, und Ihnen?« »Geht auch gut, Oma Schade«, rief Ricky lachend und lief in mein Zimmer. Damenbesuch war im Untermietzimmer unerwünscht. So hatte es Oma Schade gesagt, als ich das Zimmer begutachtet und für monatlich 50 Mark gemietet hatte. Dann aber nahm sie den Damenbesuch ebenso hin wie die geweißten Wände. Oma Schade kam aus Schlesien. Ich hatte keine Ahnung, wo genau Schlesien lag. Im heutigen Polen, ja. Gerd Hauptmann stammte aus Schlesien. Sein Theaterstück Und Pippa tanzt spielt in Schlesien. Ich hatte mich 4 Jahre zuvor mit der Rolle des Hellriegel aus Und Pippa tanzt an der Rostocker Schauspielschule beworben. Auf Anraten einer älteren Schauspielerin hatte ich den Hellriegel vorgesprochen. Die Weber spielten ebenfalls in Schlesien. Doch mehr wusste ich nicht. Ich wollte auch nicht mehr wissen. Alles weitere Interesse an Schlesien hätte ich für revanchistisch gehalten. Darum fragte ich nicht nach. Ich wusste aber, Oma Schade war bei Kriegsende mit einem Lastwagen nach Berlin gekommen. Sie hatte während der Fahrt auf der unbeplanten Ladefläche auf einem Holzklotz gesessen. Das beeindruckte mich. Oma Schade hatte durch den Krieg alles verloren, Heimat und Habe. Eines Tages, als ich von Freiberg nach Berlin kam, lag im leeren Untermietzimmer eine Matratze. »Einer muss dem anderen helfen«, kommentierte Oma Schade die Matratze, auf der ich dann schlief, bis ich die dreiteilige Matratze und die Möbel kaufte und mir Oma Schade das Bettgestell lieh. »Einer muss dem anderen helfen«. Über Jahre zitierte ich den Satz als die Lebenshaltung eines Menschen, der einmal alles verloren hatte, der auf Hilfe angewiesen war. Jetzt war es Oma Schade, die half. Und sie half gern. Vor allem half sie im Haus. Nach dem Krieg hatte ihr Mann, der gelernte Maurer, mitgeholfen. Er war aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Das Haus gegenüber war zerbombt worden. Die Druckluft der Explosion hatte auf dem Wohnungsflur eine Wand einstürzen lassen. Oma Schades Mann mauerte sie neu. Noch heute handelt es sich um die vom alten Schade hochgezogene Wand, ein Stein quergelegt. In diese Wand stemmte ich 1980, als die elektrischen Leitungen neu verlegt werden mussten, Vertiefungen. Der Elektriker hatte mit einem Kohlestift markiert, wo entlang gestemmt werden sollte. Einen Tag lang hatte ein Bühnenarbeiter vom Berliner Ensemble die Wände aufgestemmt. Dann war ihm die Arbeit zu anstrengend gewesen. Also musste ich stemmen. Auf dem Flur, rechter Hand der Eingangstür, tat ich es mit Bedacht. Das war dem alten Schade seine Nachkriegswand. Im Jahr zuvor war auch Oma Schade gestorben und das Wohnungsamt hatte die Wohnung mir zugesprochen und ich machte sie nach meinen Vorstellungen wohnlich. Ja, der Film Florentina 73 stimmt mich sentimental. Sentimental gestimmt gehe ich zu Bett. 2. Alles gestrige Erinnern zielt letztendlich auf ein verlorenes Lebensgefühl. Sehe ich in Oma Schades Küche den Abwaschtisch, den Kohlenkasten und die Kaffeekanne auf dem Küchentisch? Habe ich das Bild so recht vorm inneren Auge, dann spüre ich sekundenweise die eigene Jugend. Ich weiß, der Tag beginnt und alles ist möglich. Doch nichts ist möglich außer Schreiben. Meine Lebensfreundin Johanna holt mich zu einer Autofahrt nach Reinickendorf ab. Wir umlaufen den zugefrorenen und zugeschneiten Schäfersee. Die Polizei warnt seit Tagen, man solle die Berliner Gewässer nicht betreten.
Trotzdem gehen Leute aufs Eis, übers Eis. Selbst Kinder nehmen die uneinsichtigen Erwachsenen mit. Johanna ist empört. Ich erzähle, dass ich Carola Braunbock im Film Florentina 73 habe spielen sehen. Vom Fernseher hatte ich überlegt, wie alt sie während der Dreharbeiten gewesen sein mochte. Ich schätzte sie auf 55 und schaute im Lexikon der DDR-Filmschauspieler nach. Braunbock war 1971 erst 47 Jahre alt. Sie war jünger, als ich heute bin, sage ich. Und dabei habe ich Carola Braunbock gestern nicht mehr mit den Augen der Jugend, die Alter sieht, wo es noch gar nicht sichtbar ist, taxiert. Ich habe versucht, sie mit meinem jetzigen Gefühl fürs Alter zu sehen. Dennoch habe ich mich so verschätzt. Ich erzähle, dass ich in Erinnerung an meine Freiberger Theaterzeit die Schauspielerin Grete Maurer zur Seniorin gemacht habe. Tatsächlich war Grete damals erst 50 Jahre alt. Ja, grausam ist die Jugend, was ihr Urteil übers Alter anlangt. Auch Johanna entsinnt sich, in der Jugend hart geurteilt und Kollegen für alt erklärt zu haben. Wir spazieren durch Seitenstraßen zum Franz-Neumann-Platz und halten nach jener Parterre-Wohnung Ausschau, in deren Fenster letztes Jahr ein Schild fragte: Wer mietet mich? Ich war letztes Jahr gewillt, umzuziehen. Nur fort aus dem Stadtbezirk Friedrichshain, fort aus der Schreinerstraße, fort vom Kinderladen. Reinickendorf erschien mir ideal. Hier war alles so still beschaulich, als lebte der gesamte Stadtbezirk im Ruhestand. Dazu das Schild im Fenster. Bei unserem nächsten Spaziergang entdeckten wir, dass die Wohnung unter der Einflugschneise zum Flughafen Tegel liegt. Heute sehen wir, ihr Eigentümer hat es aufgegeben, sie vermieten zu wollen, und das Schild entfernt. Während wir zum Auto zurückkehren, schildere ich, was mir gestern in der Drehtür vom Plaza-Gebäude widerfahren ist, dass mich meine Gereiztheit ängstigt. Und gewiss hat sie mit dem Kinderladen und mit meinem Alter zu tun. Im Postschließfach finde ich die Telefonrechnung. Obwohl ich in letzter Zeit viel telefoniert habe, weicht sie von der üblichen Monatsrechnung nicht ab. Ich habe dank einer Billigvorwahlnummer kostengünstig telefoniert. Wie sehr ich mich ans eigene Telefon gewöhnt habe. Heutzutage heftet niemand mehr einen Zettel an die Wohnungstür. Habe dich leider nicht angetroffen, wie traurig. Oder war hier, wo bist du? Oder komm in einer Stunde wieder, Gruß. Zu Oma Schades Zeiten hinterließ bei ihr, wer laut genug sprechen konnte, eine Nachricht für mich. Da war wieder die junge Frau da gewesen, die schon öfters da war. Welche Oma Schade, die Blonde? Nein, die andere, die Kleine. Ich rätselte, die kleine Frau? Meinte Oma Schade Frau Taube? Wir waren uns zufällig in einem Berliner Theater wieder begegnet. Seitdem besuchte mich die ehemalige Freiberger Theaterdramaturgin zuweilen abends überfallartig. Sie setzte sich in meinem Untermietzimmer fest und berichtete von ihrem verworrenen Leben. Oder Frau Taubes Leben war gar nicht verworren und sie schilderte es nur so. Oma Schade konnte auch sagen, da war jetzt eine Frau da, die war noch nie da. Es stellte sich heraus, meine Mutter hatte mich besuchen wollen. Ich schrie, doch Oma Schade, die Frau war schon mal hier, meine Mutter. Wer? Meine Mutter wollte mich besuchen. Na, kann sie doch. Nachdem Oma Schade gestorben war, hefteten Freunde, die mich daheim nicht antrafen, Zettel an die Wohnungstür oder sie steckten die Zettel zusammengefaltet ins Schlüsselloch. Das ging so, bis ich ein eigenes Telefon bekam. Seitdem besucht mich kaum jemand unangemeldet. Bleibt die Frage, bin ich, von mir unbemerkt, zum Westler geworden, der nur nach Ankündigung besucht werden möchte? Oder liegt es am Alter, dass mich heute unangemeldeter Besuch stört? Oma Schade redete oft vom Krieg. Sobald sie eine Weile erzählt hatte, wusste sie nicht mehr, von welchem Krieg sie sprach. Welchen meinen Sie jetzt? Weltkrieg I oder Weltkrieg II? Oma Schade stand in der Kittelschürze vor mir, ihre Arme ruderten. Meine Frage hatte sie aus ihren Gedanken gerissen. Welcher wird's wohl gewesen sein, überlegte sie mir zuliebe. Wahrscheinlich der Erste. Sicher war sie sich dessen nicht. Es war auch egal. Krieg war Krieg und jeder war an viel Unglück schuld. Der alte Schade war schon Mitte der 50er Jahre gestorben. Auch daran war der Krieg schuld. Und wenn nicht der Krieg, so die russische Kriegsgefangenschaft. Seit ihr Mann tot war, vermietete Oma Schade das kleinere Zimmer ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung an Studenten,
die ihr über die Bäckerei Wiener aus der Samariterstraße vermittelt wurden. Clara, die Tochter vom Bäckermeister Wiener, studierte Medizin. Sie machte Oma Schade mit zimmersuchenden Studenten bekannt. Auch mich machte sie mit ihr bekannt. Durch Clara wurde ich Oma Schades erster Nicht-Student Untermieter. Zeitweise hatten sogar zwei Studenten im vorderen Zimmer gewohnt, hatten sie sich in die Miete dreingeteilt. Herrenabende wurden veranstaltet, erzählte Oma Schade. Es wurde Bier getrunken und Skat gespielt. Aber legt mir ja eine Decke drunter, wenn ihr Skat kloppt, habe ich ihnen gesagt. Ich will keinen Ärger haben mit der von oben oder der von nebenan. Die Studenten hielten sich an die Anweisung. Eines Abends brachte mir Oma Schade einen Schnellhefter. Ich weiß ja nicht. Vielleicht interessiert sie's. Oma Schade lächelte. Es geht um seine Gerichtsakte. Der Medizinstudent, von dem ich erzählt habe, der Verheiratete. Ach, der. Oma Schade zog sich in ihr Zimmer zurück, wo sie im Sessel saß und laut fernsah. Ich las die Akte. Der Student hatte nach dem Studium die Scheidung beantragt. Er, der Mediziner, wollte nun eine standesgemäße Frau und nicht mehr die Bauerntochter, die er geschwängert und, weil es ihre Eltern verlangten, geheiratet hatte. Er behauptete vor Gericht, seine Frau hätte sich mit ihm geistig nicht mitentwickelt. Außerdem wäre sie als Hausfrau eine Versagerin. Die verklagte Partei verabsäumte es, auf den Möbeln der klagenden Partei Staub zu wischen, las ich. Die Ehe wurde tatsächlich geschieden. Der Mediziner setzte sich später nach West-Berlin ab. Oma Schade fand die Akte, als das Zimmer von der Kriminalpolizei geräumt worden war. Na, wie gefällt Ihnen das? Fragte sie am nächsten Morgen. Hatte ich einen feinen Untermieter, was? Aber die Frau war wirklich sehr vom Lande, passte von Anfang an nicht zu ihm. Oma Schade vermietete nicht nur das Geld deswegen. Sie wollte Gesellschaft und beklagte sich, wenn ich längere Zeit auswärts arbeitete. Manchmal schwieg sie auch trotzig, wenn ich erst am Wochenende heimkehrte. Dachte schon, sie kommen gar nicht wieder. Da, der Nagel muss in die Wand geschlagen werden. Oma Schade hielt mir Hammer und Nagel hin. Strafarbeit. Als ich nach ihrem Tod die Wohnung renovierte, fand ich an den seltsamsten Stellen eingeschlagene Nägel. Und warum hat Oma Schade hier einen Nagel eingeschlagen, überlegte ich. Ich entdeckte noch jahrelang Nägel in den Wänden. Und einige beließ ich als Zeugen meiner Untermieterzeit an ihrem Platz. Oma Schade konnte auch gut und gern einmal ein wenig barmen und jammern, dass niemand ihr, der alten Frau, helfe, bevor sie mir sagte, was handwerklich zu erledigen sei, ehe sie mir Hammer und Nagel in die Hand drückte. Am Ende des fast 10 Meter langen Flurs befand sich hinter einem geblümten Vorhang der Hängeboden. Ebenso wie sich in meiner Kindheit in Neuruppin am Ende von Großmutters Wohnungsflur hinter einem Vorhang ein Hängeboden befunden hatte. Doch war der Neuruppiner Flur nicht so lang und dunkel wie Oma Schades Flur, auf dem in einer verstaubten Mattglaskugel eine 40 Watt Glühbirne brannte. Ein schwarzes Ofenrohr kreuzte vom Bad aus den Flur und führte durch die Wand in den Schornstein der Nachbarwohnung. Das Rohr gehörte zum Badeofen, den Oma Schade selten heizte. Wir wuschen uns kalt. Auch wer bei mir übernachtete, wusch sich am nächsten Morgen kalt. Das Bad war eine kalte Angelegenheit. Im Bad waren Wäscheleien gespannt, auf denen Oma Schades Schürzen und ihre rosa Altfrauenunterwäsche trockneten. Flur und Bad rochen nach Gas und Urin, ein leicht bitterer Geruch. Erst Jahre nach ihrem Tod gelang es mir, ihn aus der Wohnung zu vertreiben. Heute sehne ich mich manchmal nach ihm, denn auch der leicht bittere Geruch hat mit meiner Jugend zu tun. Oma Schade klagte über Einsamkeit. Sie war jedoch nicht einsam. Ihre Tochter, die in Berlin Schöneweide lebte, und auch die Enkeltochter besuchten sie und schauten in ihrer Wohnung nach dem Rechten. Und selbst der Urenkel, ein Junge in kurzen Hosen, besuchte seine Urgroßmutter. Oma Schade hätte bei ihren Verwandten leben können, doch wollte sie unabhängig sein. Ich bin ganz froh, wenn sie kommen, meinte sie, aber froher bin ich, wenn sie wieder gehen. Und nee, ich koche mir lieber selber. Überall in der Wohnung hingen geblümte Vorhänge, an den Fenstern, vom Gaszähler, vom Hängeboden, in der Speisekammer und im Bad. Gegen die Vorhänge ging ich nach Oma Schades Tod erbarmungsloser vor als gegen die eingeschlagenen Nägel. Die Wohnung sollte meinem Geschmack entsprechen. Heute muss ich lächeln, wenn ich an all die geblümten Vorhänge denke. Ich krieg noch ein. Mhm. Ja? 3. Ein Türkentäuber balzt in der Traueresche.
Meisen singen. Vereinzelt fallen Schneeflocken. Ich putze das Fenster vom hinteren Zimmer. All die Male, die ich Fenster geputzt habe in dieser Wohnung, all die Male, willig tat ich's, viele Jahre lang. Inzwischen tue ich es weniger willig. Andererseits sehe ich hinterher, was ich getan habe, schaue ich klarer durchs Fensterglas. Ich reinige die Glaskugeln der Deckenlampe, die Glasscheiben der Bilderrahmen und die großen Wandspiegel. Die letzte Neuanschaffung fürs hintere Zimmer war die kleine Stehlampe im Bücherregal. Ihr Sockel ist grün, Schirm und Schaft sind rot. Ich hatte die rot-grüne Lampe über die vierspurige Fahrbahn der Frankfurter Allee hinweg im Schaufenster vom Lampenladen entdeckt. Das war 1994, noch zu Werners Zeit. Seitdem hat sich hier nichts verändert, abgesehen von einigen Gegenständen auf dem Klavier und in den weißen Hängeregalen, die aus Werners Nachlass stammen und mich an meinen verstorbenen Freund erinnern sollen. Nein, dafür bedarf es keiner Gegenstände. Werner ist mir nahe, jederzeit. Oma Schade stand gern auf der Haustürschwelle. Mir fällt ein, sie trug Kämme im grauen Haar, die in Ohrhöhe an ihrem Hinterkopf klemmten. Und Ohrringe trug sie, an Kettchen schaukelnde kleine blassrosa Steine. Die Hände in die Hüften gestemmt und den Bauch ein wenig vorgestreckt, spähte sie zu beiden Seiten die Streinerstraße hinauf. Kam jemand des Wegs, den sie kannte, mit dem sie reden konnte, dem sie erzählen konnte, dass der liebe Gott sie nicht holen wollte? Oma Schade hatte früher die Hausarztstelle inne gehabt. Es hieß, sie habe viel Gutes für die Mieter getan und mit der kommunalen Wohnungsverwaltung für deren Rechte gefochten. Aus dieser Zeit war unterm Fenster vom hinteren Zimmer ein Stück Telefonkabel übrig geblieben. Es steckte in der Wand und lief an der Hauswand entlang zum Keller hinab. Den Telefonanschluss, all die DDR-Jahre gab es im Haus nur einen einzigen, besaß längst der derzeitige Hauswart, oder vielmehr das Ehepaar Ziesche besaß ihn. Herr Ziesche war Polizist und stand kurz vor der Pensionierung. Frau Ziesche war Hausfrau. Zieschers wohnten drei Treppen Vorderhaus. Sie verwahrten das Hausbuch, in das ich mich als Oma Schades Untermieter eintragen musste. Eines Tages saßen wir zufällig im selben Zugabteil. Ich fuhr zur Theatervorstellung nach Weimar, Ziesches reiste nach Bad Berka zur Kur. Während der Fahrt erfuhr ich so viel über die Mieter der Schreinerstraße 25, wie ich danach nie wieder auf einen Schlag hören sollte. Was er nicht wusste, vermochte sie zu berichten. Ziesches erwähnten allerdings nicht, dass das Haus einst jüdischer Besitz gewesen war. Die Hausbesitzer hatten im Vorderhaus gewohnt. Sie und ihre Kinder waren im Konzentrationslager ermordet worden, vermeldet in der Wendezeit ein Aushang am schwarzen Brett, an dem sonst die Schneereinigungspläne und die Hinweise auf Hausversammlungen und Hoffeste hingen. Herr Christ, der jetzige Eigentümer, erwarb das Haus von der jüdischen Erbengemeinschaft. Es hatte sich nach der Wende lange kein Käufer gefunden, weil das Haus stark sanierungsbedürftig war. Auf der Hofseite war vom Haupt- und von den Seitengebäuden der Putz abgefallen, man sah die gelben Ziegelsteine. Das Dach war undicht, die Kellerräume waren feucht, auch waren die Schreinerstraße und die umliegenden Straßen zum Sanierungsgebiet ernannt worden, was die Hausbesitzer dazu verpflichtete, bauliche Auflagen zu erfüllen. Wer wollte sich darauf einlassen? Herr Christ aus Hessen. Christ ließ nicht nur die Witterungsschäden beseitigen, er ließ auch den Hofgarten schleifen. Die beiden halbwüchsigen Ebereschen links und rechts auf dem Gartenareal ließ er ebenso abholzen wie den lila und den weißblühenden Fliederbaum. Schon wollte er an die Traueresche Hand anlegen lassen. Da schritt ich, einer der wenigen noch im Haus lebenden Altmieter, ein und bat, die Esche zu schonen. »Was wollen Sie mit dem ollen Baum?« fragte Christ. Ich sagte, »Wen stört er im Hintergrund des Hofes? Und wenn er belaubt ist, verdecken seine Blätter die trostlose Rückwand vom Gewerbehofschuppen aus der Rigaer Straße.« Die Traueresche wurde nicht gefällt, doch verlor sie ihren längsten Ast, der es gewagt hatte, sich einem der Seitengebäude zu nähern. Vier Männer warfen Seile um ihn und zogen an ihnen, bis sich der Ast bog. Es sah aus, als sollte ein Wildpferd gezähmt werden. Ich beobachtete es durchs Küchenfenster. Als der dicke Ast nachgab und brach, klatschten die Männer Beifall und ich wandte mich vom Fenster ab. Herr Christ ließ den Hofgarten in vier Teile parzellieren. Ein gepflasterter Weg, den kaum jemand benutzt, führt nun von Seitengebäude zu Seitengebäude.
Ein anderer führt vom Vorderhaus zu den Mülltonnen. Früher umliefen die Mieter den Garten, wenn sie ihren Mülleimer entleeren wollten. Das war ein etwas weiterer Weg. Man ging ihn aber gern, weil der Garten schön war. Fräulein Förster pflegte ihn, Jahr für Jahr. Fräulein Förster trug wie alle alten Frauen im Haus eine Kittelschürze. Wenn sie im Garten arbeitete, trug sie zur Schürze ein graues Wollkopftuch und Pantinen. So pflanzte sie Blumen, jätete sie Unkraut und grub im Herbst und im Frühjahr die Erde um. Auch wenn ich mich zu DDR-Zeiten vom Leben in der Schreinerstraße 25 fernhielt, den Hofgarten bewunderte ich. Zumeist war es im Haus laut, störten mich der Lärm aus den Seitengebäuden. Hin und wieder gab es jedoch, besonders zur Mittagszeit, stille Stunden. Dann hörte ich sommers nur einen Topfdeckel klappern. Gleich war es wieder still, hüpften Amseln zwischen den Pfingstrosenbüschen, dem Vergissmeinnicht und den gelben und blauen Schwertlilien. Sobald jemand den Hof betrat, huschten die Amseln unter die Forsythiensträucher oder sie flogen in die Fliederbäume oder die Traueresche. Ich schaute gern durchs Küchenfenster auf den Garten. Im September erfreute ich mich an den roten Ebereschen, Beeren, alles geschleift. Herr Christ ließ auf den vier Gartenstücken Koniferen und Schmetterlingsweiden pflanzen. In dem einen Winter erfroren die Schmetterlingsweiden, in dem anderen Sommer verdorrten die Koniferen, standen sie als braune Gerippe in den Parzellen. Die einzigen Blumen in Fräulein Försters Garten, die ich nicht gemocht hatte, die Hortensien, die Friedhofsblumen, sie haben seine Umgestaltung überlebt. Ich bin beim Lesen über eine Frage gestolpert, die heißt, bin ich von mir unbemerkt zum Westler geworden? War diese Frage auch einer der Schreibantriebe für Sie? Denn das ist ja sehr aus der Retrospektive geschrieben. Es geht ja 30 Jahre, über 30 Jahre zurück. Naja, das würde ich so nicht sagen, sondern eher das im Schreiben, und ich benenne es ja auch ein paar Mal, wenn ich durch die Straßen laufe, dass mir Sachen einfallen und ich im gleichen Moment weiß, wenn ich das jetzt nicht notiere, ist es auf immer weg. Das ist, weil es ja nicht so wesentliche Sachen, es waren ja nicht lebensentscheidende Sachen, es war ja nur ein Lebensumfeld, dass man sich verändert in einer anderen Gesellschaft in irgendeiner Weise. Also ich hasse diese Formulierung, man ist angekommen irgendwo. Also das ist für mich völlig irre. Egal ob Westen oder Osten, also ankommst du irgendwann auf dem Friedhof. Das ist das Einzige, also was für mich sicher ist. Also dieses Bestreben hatte ich nicht, aber ich habe eben schon gemerkt, dass es Veränderungen gibt. Aber das ist bei Veränderungen eben, was ich ja schreibe. Ist es jetzt, dass ich mutiert bin zum Westler oder so, also meine Vorstellung vom Westler, oder ist es das Alter pur? Was? Ich habe inzwischen mit ein paar Leuten, Frauen gesprochen, die mir sofort sagten, das geht mir genauso. Ich will niemanden in meiner Wohnung haben, der plötzlich hier erscheint. Also ich will mich zurecht machen. Also so, ja, also das ist Ostlerinnen, die aber auch sagten, ja klar, wir hatten diese Zettelrollen an den Türen vorangeschrieben. Sowas hatte ich nicht, aber haben wir den Zettel rangemacht. Also das war ja alles dadurch, dass es keine Telefone gab, geschweige denn Handys und dieses Zeug, war es familiärer. Anders kann ich es nicht benennen. Und das ist jetzt im Alter, ich kann es so benennen, ich stehe manchmal in meiner Küche, wenn ich meine Arbeit getan habe, und wehe, es hätte mich jemand gestört. So, deswegen lebe ich alleine. Und dann fällt mir der zum Beispiel ein, den ich im Vorwort beschreibe, mit dem ich da vor dem Haus gestanden habe, der in meiner Nähe wohnt und öfter mal vorbeigewedelt kam, in meiner Küche saß, illustrierte, blätterte, weil Bücher hat er nie gelesen, sondern immer nur irgendwie, und dann, ach, der sieht aber gut aus oder irgendwelche Geschichten macht. Und seine neuesten Bekanntschaften mir erzählt hat, das hatte was. Und irgendwann war ich aber froh, dass er weggezogen ist. Und heute gibt es aber mal so, wenn Jan mal jetzt hier plötzlich säße und mich wieder voll texten würde, wie es so heute halt wäre vielleicht nicht schlecht.
Aber im gleichen Moment weiß ich, das hätte zur Folge das und das. Und es haben sich eben Leute jetzt gerade in meinem Briefkasten, ich habe es mir gar nicht angeguckt, ein Bündel von jemandem, der meinte, sich aufgrund des Buches, weil er auch sich anscheinend an den Park erinnert, was ich hier über den Park schreibe, bei mir zu melden. Er hatte sich aber auch schon bei dem anderen Buch gemeldet, wo ich aber weiß, da ist so viel Dunkles im Hintergrund, was die DDR betrifft, über das er nicht bereit ist zu reden. Und dann, ja, was machst du? Spielst du das Spiel mit und tust du, haha, es ist alles. Also das ist, ja, jeder wird mit der Zeit anders, denke ich mal. Also das ist, es ist doch, man ist doch in irgendeinem Art Prozess, biologischen Prozess drin, dass dann die Zellen verändern sich, sterben ab, es kommen neue, wenn man Glück hat. Also das ist, ja, ja. Also man könnte das Buch in dem Sinne, den Sie eben illustriert haben, eine Art persönliches Forschungsprojekt nennen. Erforschung dessen, was ja, war das ja, eigentlich ja, ja, ja. Und wer war ich eigentlich? Ja, das hat der Verlag dahin geschrieben, das passt mir gar nicht sozusagen. So eine Frage würde ich mir in der Form nicht stellen, die ist mir zu, so, also wer war ich? Nein, ich kann beschreiben, wie ich es sehe, es ist ja ganz subjektive Sicht, wie ich es erlebt habe. Ich betrachte mich als eine Art Dokumentarist, poetischen Dokumentarist. Ich weiß nicht, ob Sie die Filme von dem Junge kennen, Golze, die Kinder von Golze. Naja, das liebe ich sehr. Oder wie heißen diese wunderbaren Burschen aus West-Berlin? Ja. Wie? Genau, Berlin. Ecke, Bundesplatz. Ach so, die Bundesplatzfilme. Ja. Also das ist sozusagen mein... Ah, ich verstehe. Da, und so ist in allem, was ich schreibe, tauchen immer wieder Figuren über Jahre auf, unter ganz anderen Konstellationen. Also hier die Figur Lisa, die ist in anderen Texten, Johanna ist in anderen Texten. Das wird immer so sein, weil das sind Lebensfiguren, auch meine Eltern, denen ich ja nun keine anderen Namen geben konnte. Ich weiß nicht, vielleicht fällt mir mal noch irgendwas ein. Also das schon, dass ich, das ist ein Projekt, ja. Das ist, und das ist eben nicht nur, du musst es ja auf irgendeine Form bringen, dass man es konsumieren kann. Ja, genau. Und das finde ich so interessant an diesem Buch, wie es, ich würde sagen, schwingt, hin und her schwingt zwischen dem Zeitpunkt des Schreibens, einem früheren Zeitpunkt, zu dem Ihnen Dinge fragwürdig geworden sind, Ihnen irgendwas aufgefallen ist, auch Dinge, die viel weiter zurückreichen. Also es ist, man könnte es auch eine Wellenbewegung nennen, haben Sie das gearbeitet? Also so sieht es so aus, wie man ja so sagt, aus einem Guss. Wenn ich das. Ich habe ja jetzt mehrere Tage lang hier diese Texte geübt zu lesen und da gibt es so Stellen, wo ich denke, wie hast du das? Du musst da irgendwas weg. Also ich habe ja Gott sei Dank die Originale noch, die sehr handschriftlich sind. Da könnte ich es mir ja angucken. Ich weiß nur, das hat also ungeheuer mit Streichen zu tun. Das hat so, aber es hat, dass du eine Inspiration oder irgendetwas, dass ich ein Bild hatte von irgendeiner Situation mir eingefallen ist. Und aus heutiger Sicht ist es eben wirklich so, aber da bin ich ja nicht einzeln, dass viele Leute, wenn sie an ihre Jugend denken, wo sie Gespräche mit alten Leuten hatten, es heute bedauern, dass sie so sehr mit ihrem eigenen Zeug beschäftigt waren, dass sie hätten viel mehr... Also ich bedauere zutiefst, dass ich nicht mehr aufgenommen habe von der Schlesien-Geschichte von Oma Schade, weil das war ja völlig eine Originalgeschichte, ohne dass sie politisch eingefärbt war. Oma Schade war nicht in der Partei oder in irgendwelchen Geschichten, also sie hatte keinen Grund, das irgendwie zu färben. So wie ich eben versucht habe, das ist, denke ich, was mein Buch vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen. Ich habe, um es mal ganz grob zu sagen, keine Salzsäure drüber geschüttet, über meine Erinnerung, und keine rote Erdbeersoße. Also ich bin nicht festzumachen, in dem sozusagen, ist er dafür oder ist er dagegen. Ich habe versucht, es so zu erzählen,
die es für mich war, mit der Schönheit und den Schmerzen. Das also, was diese Szene, die Nächte betrifft, das ist auch für mich sehr schmerzlich gewesen. Und ich habe schon mitbekommen, dass einige Leute, also, wie kann er? Doch. Wenn man das jetzt nicht macht, die Zeiten werden gruseliger, dann hat man das verpasst. So. Abgesehen davon, dass auch meine Lebenszeit begrenzt ist, das ist, ich habe lange überlegt, ob ich bestimmte Sachen mache, auch das gibt es ja Szenen, Begegnung mit Neonazis, wo ich dachte, mache ich das? Das Einzige, was ich gemacht habe, was ich aber jetzt schon bereue, ich habe meine Telefonnummer aus dem Telefonbuch nehmen lassen, aus dem Register, einfach um nicht, weil ich ja wusste, Internet kriegen sie mich nicht, ich bin ja nicht im Internet. Wenn ich Ihnen sozusagen, wenn Sie dieses Buch wahrnehmen, das andere haben Sie wahrgenommen. Also da bin ich einen Schritt vorgegangen, aber gleichzeitig einen Schritt zurückgegangen, weil ich dachte, das will ich jetzt nicht. Also ich weiß, dass ich dann ganz empfindlich reagiere. Aber ich habe das eben schreiben wollen, dass das in den 90er Jahren im Stadtbezirk auch hätte kippen können. Jetzt ist ja irgendwann so ein Schickimicki-Bezirk geworden mit vielen jungen Leuten und so weiter, aber 1990 sah das ganz anders aus. Das stürzte wirklich ins Bodenlose, weil die Leute da alle die Arbeit verloren haben und dann entstanden lauter solche kleinen, gruseligen Kneipen. Jeder meinte sozusagen, der 3 Pfennig hatte, eine Kneipe aufzumachen und dann saßen die sozusagen in den Jogginghosen mit dem Bierbauch. Ich habe einen Text geschrieben in der Zeit, ich weiche aus. Du bist wirklich immer nur sozusagen wie ein Hase hin und her. Das war sozusagen der Anfang der 90er Jahre, bis dann diese Timon-Dach-Straße durch die Szene entdeckt wurde und das dann plötzlich sich so ausgeweitet hat. Ich denke, ja? Hier schließt sich wunderbar die zweite Leserabteilung. Ja, können wir machen. Ja. Ich wollte das in Zettel. Ja. Völlig. Hatte ich so schön geordnet. Aber jetzt habe ich es. 7. Die Sonne scheint. Ich wage einen Erinnerungslauf und wende mich, als ich das Haus verlasse, auf der Schreinerstraße nach links, der Samariterstraße zu. In einem der Nachbarhäuser befand sich zu DDR-Zeiten ein Bürgertreffpunkt. Hier tagte auch die Konfliktkommission. Hier begehrten die Mieter der Schreinerstraße 25 gegen den Alkoholiker Quade und seine Zechkumpane auf. Hier gelobte Quade kleinlaut, sich zu bessern. Eine Farce war's. Ein paar Häuser weiter war das Büro des Abschnittsbevollmächtigten, eines Polizisten, der sich im Kiez auskannte und Akten über jeden Anwohner führte, der Anfragen von höherer Stelle beantwortete, recherchierte und Streitereien nachging oder sie schlichtete. An seiner Seite hing die braune Ledertasche, in der er Notizblock und Stift verwahrte. Jahrelang versah den Posten des ABV ein älterer Mann mit rotem, im Nacken exakt ausrasiertem Haar. Er hatte einen steifen Gang und war sich bei jedem Schritt seiner Autorität, seiner Wichtigkeit bewusst. Diesen Abschnittsbevollmächtigten suchte ich auf, nachdem ich von Oma Schade gehört hatte, es seien 2 Herren in Ledermänteln an ihrer Wohnungstür gewesen und hätten sich nach mir, ihrem Untermieter, erkundigt. Ich habe natürlich nichts gesagt, nur dass ich schwerhörig bin, habe ich denen erzählt, sagte Oma Schade. Die Herren erkundeten mein Lebensumfeld, meinen Umgang. Man hatte vor, mich als Soldat zum Wachdienst an die DDR-Grenze zu schicken. Weil ich das nicht wollte, versuchte ich, den ABV zu provozieren. Einen Provokateur, hoffte ich, würde man nicht mit dem Gewehr an die Grenze stellen. Hier bin ich, sagte ich, als ich das Büro des Abschnittsbevollmächtigten betrat. Ich habe gehört, Sie ziehen Erkundigungen über mich ein, da denke ich, es ist am besten, Sie fragen mich selbst. Für einen Augenblick war der sich seiner Wichtigkeit so bewusste Mann verwundert. Dann meinte er im herablassenden Ton, ich müsse es schon den staatlichen Organen überlassen, bei wem man Informationen über mich einhole. Er sagte es und wies mir die Tür. Der rothaarige ABV war von Stund an mein Feind. Schritt er auf der Straße an mir vorüber,
so schaute ich ihn abschätzig bis verächtlich an. Er seinerseits ignorierte mich wie eine Fliege. An der Grenze stellte man mich nicht als Wachtposten auf. Ich besaß allerlei Westverwandtschaft, wie ich der Einsatzkommission des Wehrkreiskommandos freimütig erzählt hatte. Der Abschnittsbevollmächtigte wurde eines Tages pensioniert. Fortan begegnete ich ihm, wenn er mit seiner Frau in der Kaufhalle einkaufte, in Zivil. Er trug stets eine braune Bügelfaltenhose, eine beige Windjacke und eine karierte Schiebermütze, die mich an Dr. Watson denken ließ. Der ehemalige ABV alterte zusehends, das tat mir gut. Der nächste Abschnittsbevollmächtigte war ein ganz langer Kerl, beeindruckend lang. Wenn er in seiner Uniform durch die Schreinerstraße schlenderte und ihm die braune Ledertasche an der Seite hing, sagte ein jeder, boah, ist der lang. Von groß wollte in diesem Zusammenhang niemand sprechen. Groß? Dann hätte sein Gesicht unter Mützenschirm klüger aussehen müssen. Nein, groß war der neue ABV nicht, nur lang und gutmütig, vielleicht auch naiv. Mit naivem Gesichtsausdruck hörte er sich die Beschwerden und Klagen der Anwohner an. Es mag ein Jahr vor der Wende gewesen sein, als mich ein Anwohner vom Haus Nummer 25 mit Worten attackierte. Der alte Mann behauptete, ich hätte mein Auto zu dicht neben dem seinen geparkt. Johanna und ich wollten ihn mit meinem Trabant die Stadt verlassen. Wir wollten einen schönen Tag haben. Jener Anwohner aber schrie, schimpfte und beleidigte mich bis hin zu der kindischen Unterstellung, du denkst wohl, weil du Strittmatter heißt, kannst du dir alles erlauben. Der Mann arbeitete an mir, wie Johanna später sagte, seine gesamte missratene Ehe ab. Während all das geschah, saß der lange Abschnittsbevollmächtigte in einem braunen Armeetrainingsanzug auf der Türschwelle vor seinem Büro. Ein Papierhütchen auf dem Kopf hatte er beim Malern des ABV-Stützpunktes eine Pause eingelegt. Er rauchte, hörte sich die Schmähungen an und lächelte. Von nun an war auch er mein Feind. Schaute ich ihn, wenn wir uns auf dem Bürgersteig begegneten, abschätzig bis verächtlich an. Lange trug der lange Abschnittsbevollmächtigte seine Uniform nicht mehr. Einige Monate nach der Wende schloss er die Tür seiner ABV-Filiale für immer zu. Da trug er bereits Zivil. Wohin ist er zurückgekehrt? Ins Gebirge? An die Küste? Zu den Schafen? Zu den Fischen? Auch er ist aus dem Straßenbild verschwunden. Nicht anders als der jähzornige Alte, der sich angeschickt hatte, wie im Stummfilm mein Auto zu zertrümmern. Wieder ein paar Häuser weiter war eine Hans-Sachs-Schuhwerkstatt, in der man sich orthopädische Schuhe und Schuhsohlen anfertigen lassen konnte. Einmal kam ich mit einem Rezept in die Werkstatt. Ich ließ meine Füße vermessen und es wurden für mich hölzerne Schuhsohlen angefertigt, die ich nicht einen Tag trug, egal, unwichtig. Es zählt allein, dass ich Jahr ein Jahr aus an der Hans-Sachs-Werkstatt vorüberlief. Frohgelaunt, übelgelaunt, niedergeschlagen, in Gedanken, verzweifelt, verliebt, mit mir selbst zerfallen. Und immer stand derselbe orthopädische Damenschuh im Schaufenster, von dem nur noch die obere Hälfte existierte. Die untere Schaufensterhälfte war nach dem Krieg durch grau gestrichene Metallplatten ersetzt worden. Dabei war es geblieben. Nebenan war die große Fleischerei, dessen Besitzer-Ehepaar noch kurz vor dem Mauerfall über Ungarn in den Westen geflüchtet war. Vom Sommer 1989 an waren die Jalousien heruntergelassen, hieß es, auch abgehauen. Ich umrunde die Ecke Schreiner- und Samariterstraße und biege kurz darauf in die Rigaer Straße ein, von wo aus ich auf die Lidl-Markt, auf die ehemalige Kaufhalle schaue. Sie war für mich das unvermeidliche Übel des alltäglichen Lebensmitteleinkaufs. Der grauhaarige Kaufhallenleiter trug einen weißen Dederon-Kittel. Er lief wie ein Feldwebel zwischen den Regalreihen auf und ab und erteilte den Verkäuferinnen, dem niederen Dienstgrad in den blauen Baumwollkitteln, Befehle. Die Verkäuferin vom Gemüsestand verdrehte verschwörerisch die Augen, wenn sich der Kaufhallenleiter näherte und unser kurzes Gespräch unterbrach. Vor der Kaufhalle standen zwei gelbe Telefonzellen, von denen aus ich die nächstgelegene Möglichkeit zu telefonieren hatte. Vorausgesetzt, die Telefonhörer waren nicht abgeschnitten worden, wie es Ende der 80er Jahre, als der Vandalismus zugenommen hatte, oft der Fall gewesen war. Ich richte den Blick auf die andere Straßenseite. Über Schuppendächer hinweg sehe ich die Rückfront von Herrn Christs Mietshaus, sehe ich die Schreinerstraße 25. Meine Wohnungsfenster erblicke ich nicht. Sie werden von einem Gebäude verdeckt. In dem charakterlosen zweistöckigen Bau befand sich die Werkstatt des Elektrikers, der für den Kiez zuständig war.
Diese Treppenstufen stieg ich empor. Hier hinauf führte mich mein Bettelgang. In der Elektrikerwerkstatt widerfuhr mir jedoch ein kleines Wunder, und das zur rechten Zeit. Ich hatte nach dem Armeedienst soeben Oma Schades Wohnung übernommen und begann sie mit Lisas Hilfe zu renovieren, als ich dem alten Elektrikermeister einen Auftragsschein der Wohnungsverwaltung vorlegte. Der Meister starrte mürrisch auf den Schein, er wiegelte ab. Sein Geselle aber, ein Mann mit freundlichem Gesicht und naturgewelltem schwarzen Haar, sagte, er werde sich die Sache besehen. Und er kam, gleich am nächsten Tag. Er zeichnete wie ein Maler mit kühnen Strichen auf die Wände, wo entlang die Elektroleitungen führen sollten, wo er Steckdosen anbringen würde, was gesonderte Vertiefungen, was zusätzliche Stemmarbeiten erforderte. Dass mich der Handwerker vom Berliner Ensemble nach nur einem Arbeitstag versetzt hatte, weil ihm die Stemmarbeit zu anstrengend gewesen war, habe ich erzählt. Nicht erzählt habe ich, wie schön ich es dann in meiner Wohnung zwischen den aufgemeißelten Wänden hatte, als der Elektriker in die von mir aufgestemmten Rinnen Kabel verlegte und wir gemeinsam Schallplatte hörten. Ich hatte 1980 mehrere Wochen in Jugoslawien gefilmt und von den Diäten, den Dinaren, eine Heizröhre fürs Bad und Schallplatten gekauft. Auf einer sang Olivia Newton-John Countrylieder. Der Elektriker liebte die Schallplatte. Wenn er morgens in meine Wohnung kam, dauerte es nicht lange und er fragte, legen Sie unsere Platte auf. Der Elektriker wünschte kein Essen, kein Bier, keine Zigaretten und keinen Kaffee. Er wollte nur immer wieder die Schallplatte hören. Er war betrübt, als die Arbeit in meiner Wohnung für ihn beendet war. Ja, er kam extra noch einmal den Sicherungskasten zu warten, nur um Olivia singen zu hören. Hätte ich sie nicht selbst sehr geliebt, ich hätte ihm die Schallplatte geschenkt. So aber hörte ich sie, während ich all die aufgemeißelten, mit schwarzem Kabel gefüllten Rinnen zugipste. Country Roads, take me home, sang ich und es hallte im leeren Raum. Wenn ich den Elektriker in späterer Zeit im Kiez begegnete, winkte er mir vom Fahrrad aus zu und rief lachend, Gruß an Olivia oder wie geht's Olivia? Irgendwann sah ich, sein naturgewelltes Haar war ergraut. Ich schaute ihm auf seinem Fahrrad hinterdrein und dachte, merkwürdig. Und eben noch haben wir zusammen Olivia gehört. Der Elektriker ist längst aus dem Kiez fortgezogen. Das charakterlose Gebäude, in dem sich die Elektrikerwerkstatt befand, ist baupolizeilich gesperrt. Auf dem Hof hatten sich ebenfalls Gewerbe angesiedelt, so auch eine kleine Niederlassung der Staatssicherheit, wie es nach der Wende hieß. Angeblich hielten sich Staatssicherheitsleute auf dem Hof schlagbereit, während sich DDR-müde Jugendliche in der Samariterkirche zur Bluesmesse trafen. Ich sah sie, die bleichgesichtigen DDR-müden Jugendlichen, wie sie in Scharen vom U-Bahnhof Samariterstraße zur Kirche liefen. Nach der Bluesmesse standen auf den Fenstersimsen zu beiden Seiten der Samariterstraße, auf der ich nun zur Frankfurter Allee spaziere, leere Bier- und Rotweinflaschen. Vom U-Bahnhof bis zur Kirche. Acht. Ich schalte morgens im hinteren Zimmer das Licht an. Mein Blick trifft die roten Kissen auf der Ofenbank. Die Bank, eigentlich eine Holztruhe, stammt aus Frau Damaschkes Möbelgeschäft. Die drei schaumstoffgefüllten Kissen stammen aus dem Kunstgewerbegeschäft an der Frankfurter Allee. Mutter kaufte ebenfalls solch eine Holztruhe und schaumgepolsterte rote Kissen. Wie viele Stunden habe ich auf der Ofenbank gesessen und Texte laut gelesen und rezitiert? Wie viele Stunden habe ich auf den roten Kissen gesessen und um meinen Glauben an mich als Schauspieler gerungen? Oft dachte ich, ich bin sprachlich vorangekommen. Und noch öfter dachte ich, ich trete künstlerisch auf der Stelle. Zweifelnd schaute ich ins Zimmer. Ich schaute zu den Hängeregalen über den Liegen, in denen Bücher standen, die ich lesen wollte, aber nicht las, weil ich sehr mit der Schauspielerei beschäftigt war. Mit dem gefühlsmäßigen Auf und Ab des Berufs. Ich las die Bücher nicht, weil ich immer wieder dieselben Texte laut las oder rezitierte. Ich sah zum Klavier und sein Anblick verstärkte meinen Unmut. Er nahm mir noch mehr den Glauben an meine künstlerischen Möglichkeiten. Ich hatte das Klavier für 50 Mark gebraucht gekauft. Clara Wiener hatte mir nicht nur das Untermietzimmer vermittelt. Sie hatte mir auch die Adresse eines Mannes genannt, dem ich das alte Klavier abkaufen konnte. So war Clara in unserer guten Zeit, als ich sie manchen Abend besuchte, um daheim nicht allein sein zu müssen. Ich fuhr mit der U-Bahn zum Strausberger Platz und lief zur Singerstraße, in der Clara wohnte.
Wir aßen zusammen Abendbrot, sahen fern und redeten. Es war die Zeit, als Clara meine mütterliche Vertraute war, als ich solch einer Vertrauten noch bedurfte, als ich durch die Schauspielerei noch nach außen gerichtet lebte und mir viel Erzählenswertes widerfuhr. Geblieben ist von jener Zeit das Klavier und die Erinnerung an eine Freundschaft. Jetzt werde ich das Klavier fortgeben. Es ist schon lange verstimmt. Gesangsunterricht wie in den 80er Jahren werde ich nicht mehr nehmen und zur Klavierbegleitung Tonleitern singen. Auch Klavierspielen werde ich nicht mehr lernen. Wo das Klavier steht, soll ein Aktenrollschrank stehen. Ich brauche Platz für Manuskripte. Darüber denke ich früh im Bett nach. Ich saß nicht nur auf der Ofenbank und las laut Texte und rezitierte sie. Ich übte im hinteren Zimmer auch Rollen. Ich spielte, grell von der Deckenlampe beschienen, den Tripler aus Tschechows Möwe, den Ruprecht aus dem zerbrochenen Krug und den Botenbericht aus den Persern des Aeschylus. Und ich übte meine aktuellen Theaterrollen. Es gab beglückende Momente, genauso wenig von jemandem gesehen, wie die Abstürze ins künstlerische Elend, wenn mir das Üben wie eine Selbstbefriedigung vorkam. War das Elend gar zu groß, so flüchtete ich abends vom heimischen Spielort. Ich lief eine Flasche Weißwein in der Umhängetasche zum Friedrichshain. Auf dunklen Parkwegen überprüfte ich im Geist den Ablauf meines Spiels. Ich suchte die Fehler intellektuell auszumerzen. Nebenher trank ich Wein. Im Kopf arrangierte ich um. Ich betonte Worte anders und sprach sie lauter oder leiser. Im Kopf gelang mir, was mir daheim nicht gelungen war. Im Kopf wurde das Spiel stimmig. Im Kopf baute ich auch meine Filmrollen. So gesehen war ich ein Kopfschauspieler. Das mag als künstlerisch anstößig gelten, doch sind mir noch heute Schauspieler uninteressant, denen ich als Zuschauer anmerke, sie haben ihr Spiel nicht durchdacht. Sie verlassen sich aufs Gefühl oder auf den Regisseur und ihr Spiel stimmt hier und da nicht. Erst wenn ich mir alles erklärt, wenn ich es für mich geklärt hatte, konnte ich mich ins Spiel fallen lassen. Ich ließ mich freilich in das fallen, was ich mir zuvor zusammengedacht hatte. Spielen fiel ich gleichsam ins Fangnetz oder ich wusste es unter mir. Ohne Netz spielte ich nie. Ich kam nie zu einer Bühnenprobe, nie an einen Drehort, ohne meinen eigenen Film von den zu spielenden Szenen vor Augen zu haben. Hatte ich mein Fangnetz erdacht oder das, was mir bei der Probe misslungen war, im Kopf wieder gerichtet, dann hielt ich im Park Ausschau nach einer sexuellen Belohnung. Oder das Ergebnis meiner Gedankenarbeit beglückte mich so, dass ich auf ein sexuelles Abenteuer aus war. Oder ich wollte alles, was mir künstlerisch misslungen war, für ein paar Stunden vergessen. Dabei half die Flasche Weißwein. Auch das war ich. Zu einer anderen Zeit in einem anderen Land. Es gab noch einen Grund, den Park aufzusuchen. In meinem ersten Berliner Sommer hatte ich mir im großen Jugendmodegeschäft an der Karl-Marx-Allee eine weinrote Korthose und ein gelb-schwarz kariertes Hemd gekauft. Ich zog Hemd und Hose daheim im Untermietzimmer an. Es war Abend. Ich würde in Treptow tanzen gehen. Ich fand mich passend jugendgemäß gekleidet. Ich war jung, war 22 Jahre alt. Ich fuhr mit der S-Bahn nach Treptow und lief unter den Platanen an der Puschkin-Allee in Richtung Zenner. Ein kleines Stück hinterm Gasthaus Zenner befand sich in einem Flachbau ein Tanzlokal, das vor oder nach der Wende abgebrannt ist. In diesem Lokal, dachte ich, würde ich ein Mädchen kennenlernen und mit ihm tanzen. Doch je mehr ich mich der beleuchteten Eingangstür näherte, je deutlicher ich die Musik hörte, umso heißer wurde mir. Ich blieb in meiner neuen Korthose und dem neuen Hemd zögernd vom Eingang stehen. Mir war heiß, heiß, heiß. Um mich zu beruhigen, stellte ich mich in den Schatten einer Platane. Nach 10 Minuten wagte ich abermals die Schritte auf die Tür zu. Wieder wurde mir heiß. Ich wiederholte den Versuch noch 2-mal. Schließlich lief ich, vom eigenen Gefühl gedemütigt, unter den Platanen der Puschkin-Allee zur S-Bahn und neben mir fuhren die Autos vorüber. Warum ist es mir nicht möglich, den Schritt über die Schwelle zu gehen, grübelte ich. Warum wäre ich mir im Tanzsaal fremd? Wäre ich mir aussätzlich vorgekommen? Warum wäre es mir nicht möglich gewesen, ein Mädchen zum Tanz aufzufordern? Ja, selbst ein Getränk zu kaufen wäre mir nicht geglückt. Ich kehrte ins Untermietzimmer zurück und saß in der weinroten Korthose und dem gelb-schwarz karierten Hemd im Dunkeln auf einem mausgrau gepolsterten Stuhl und wusste, ich würde kein zweites Mal nach Treptow zum Tanz fahren. Solche Versagerhitze wollte ich nicht noch einmal vor einer Saaltür spüren, während hinter der Tür Musik und Lachen erklang. 2 Nächte darauf lief ich erstmals zum Friedrichshain.
Im Park lernte ich mir Mut für die nächtliche Begegnung anzutrinken. Und vor allem, im Park musste ich als Mann nicht den ersten Schritt tun. Hier kam jemand auf mich zu. Ich liege morgens im hinteren Zimmer auf dem Bett und sehe mich im Untermietzimmer vernichtet die weinrote Korthose und das gelb-schwarz karierte Hemd ausziehen. Ich wollte sein wie alle. Welch Irrsinn! Damals ging ich zu Bett. Heute verlasse ich es, stehe ich auf. Ein Erinnerungslauf war sozusagen das Stichwort für diese zweite Abteilung. Und man könnte es ja über das gesamte Buch als Genre schreiben. Ja, da haben wir im Verlag diskutiert. Also ich wusste, ich werde mich verwahren gegen Roman. Das war also die Rede von Roman. Und ich sagte, das nimmt mich raus. Da kann ich mich hinter verstecken, will ich nicht. Das muss schon mit mir, dann ist eben also dann gar kein Genre. Ich sage ja dann lieber gar kein Genre. Autobiografie hätte Ihnen auch Autobiografie ist gefallen. Ja eher diese Erinnerung an Schützenhof. Das ist ja dazu umfasst es eben ja die Biografien oder die Geschichten der Leute. Also das würde es ja so in der Autobiografie nicht reinnehmen. Genau, genau. Und hier entsteht ja auch, auch im Unterschied, finde ich, zu dem Schulzenhof-Buch, hier entsteht so eine Art persönlicher Skulpturengarten. Ja, Sie haben so lauter einzelne Figuren, also besonders ans Herz wächst einem Oma Schade natürlich. Aber das liegt daran, dass der Autor es schafft, diese positiven Gefühle auf seine Leser zu übertragen. Und in diesem Skulpturengarten zeichnet sich allmählich auch ein Selbstporträt ab. Und zu diesem Selbstporträt gehört sehr wesentlich Ihr Nachtleben, Ihr Leben im Park. War das, wenn Sie an die Skulpturen der anderen Figuren denken, für Sie besonders schwer zu schreiben? Naja, es ist ja mehr. Es ist ja viel, viel mehr. Ich habe schon über Leute ganz konkret, die ich im Park kennengelernt habe, die dann mal eine kurze Zeit in meinem Leben wesentlich waren, aber vor allen Dingen waren es ja Nachtgestalten. Das waren ja sozusagen, ich habe es eher bei den Nachtgestalten belassen. Drei ernenne ich namentlich, aber natürlich mit völlig anderen Namen, weil die eben wesentlich bestimmte Punkte markiert haben in meinem Leben. Ja, das war schon immer wieder, nicht nur einmal, sondern immer wieder der Punkt, schreibst du das oder schreibst du das nicht? Gehst du daran, machst du das? Aber es gibt etwas, das ist sozusagen der eigene Untergang, moralisch, ich weiß es nicht was, dass du dich sozusagen nackt machst. Ein Bild, was ich jetzt nicht vorgelesen habe. Ich erzähle hier, dass ich nach links in der Schreinerstraße gehe. Vorher erzähle ich, dass ich nach rechts gehe, Richtung S-Bahn Frankfurter Allee, und dann beschreibe ich in diesem Lauf, dass dort eines Morgens, als ich zum DV-Auto gehen wollte, 70er Jahre, weiße Kleidung anhatte und mich eine alte, verwirrte Frau gefragt hat, sind Sie der Doktor? Und ich sage, nein. Ja, wo ist denn der Doktor? Wo ist denn der? Also ich bin bloß weg, ich muss ja zur Arbeit. Dass viele Jahre später ich an derselben Stelle wieder zu einem DV-Auto gehen wollte und eine Erinnerung an eine Parknacht hatte und an derselben Stelle gedacht habe, ich freue mich auf das geschlechtslose Alter. Heute weiß ich, dass es das nicht gibt, aber damals habe ich das eben sozusagen gedacht, dann ist eben alles, der ganze Spuk vorbei. Und da dachte ich, ich will das aber drin. Ich will diese Parallelität, da diese alte Frau, die mir damals begegnet ist, die verwirrte, und dann ich selber an der Stelle mit dem Gedanken, ich will das drin haben. Und wenn ich das drin haben will, dann muss ich auch das andere schreiben, sonst funktioniert es ja einfach nicht. Muss man auf der einen Seite sagen, es ist ein sehr persönliches Buch. Es ist unzweifelhaft die Welt von damals aus den Augen von Erwin Berner gesehen,
Zugleich aber hat es auch was Exemplarisches für diese Zeit. Also ich lese es ja als Westlerin. Ich hatte nur sozusagen Gastbeziehungen zu diesem alten Ost-Berlin. Und ich sehe es wieder in diesem Buch. Das, was ich damals gesehen habe. Es heißt an einer Stelle: Meine Themen sind der Kiez, das Haus, die Mieter, meine Wohnung, ich, die Freunde. Ach ja, und der Friedrich. Ja, ja, ja. So, also der muss, man muss noch mal atmen. Ja, weil ich da, das muss man jetzt unseren Zuschauern erklären, dass ich vorher mich auf etwas eingelassen habe, was mir auch ganz schwer gefallen ist, über die Wendezeit zu schreiben. Dass ich das gemacht habe und ich immer, da habe ich auch dann noch ganz kurz vor Schluss nochmals Sachen rausgenommen, dachte, nur jetzt nicht den Westlern den Jammer aus sie liefern. Ihn lieber selber benennen, wenn ich das sozusagen, und das mache ich im Text, dass ich sage, es hört sich jammervoll an, aber ich musste das jetzt schreiben, der Fairness halber, weil ich war wirklich in einer privilegierten Situation als DDR-Bürger, ich hatte ein Visum, ich konnte rübergehen und auch das habe ich beschrieben, also das war für viele, es gab viele Künstler, die ein Visum hatten, aber die werden den Teufel tun, darüber reden. Müssen sie auch nicht, sollen sie auch nicht und ich nenne auch niemanden beim Namen, den ich da durch Zufall auf den Straßen getroffen habe oder so. Aber für mich, für meine Existenz war es eben wichtig, als das alles zusammenbrach, hatte ich das mir alles ja schon angesehen, West-Berlin, und konnte nur wirklich heulen und mir die Decke über den Kopf ziehen, weil ich wusste, was passiert. Dass die Leute so rüberrennen werden, wie sie rübergerannt sind, alles stehen und liegen lassen. Und das wollte ich nicht sehen. Aber ich hatte eben lange überlegt, wie mache ich das? Und das steht ja auch im Text, das habe ich eben original belassen, dass ich auf dem Balkon stehe und rauche, obwohl ich nicht rauchen will, unzufrieden bin, dass ich eine Schwelle überschreiten muss und die Schwelle heißt die Wende. Und dann mache ich das alles und als ich es jetzt so habe, kommt dann zum Punkt, dachte ich, naja, jetzt wird es aber, da ich beschreibe, wie der Kiez sich dann in der Wendezeit verändert hat, jetzt läuft es für mich Gefahr, dass es so wird, dort einen Schlag in irgendeine Richtung kriegt. Ich kehre wieder zurück zu den Figuren, mein Haus, das und das und ach ja, und den Park. Genau. Und das habe ich dann zum Schluss ja auch gemacht. Die letzten Worte in dem Buch mit einem Ausrufungszeichen versehen heißen: Welch ein Verlust. Ja. Welch ein Verlust wäre es, steht davor, wenn ich mich nicht mehr erinnern könnte. Ja. Ja. Was wäre verloren? Naja, das ist ja individuell, das kann ja nur ich für mich sagen und ich erlebe es, dass bestimmte Sachen wegrutschen und ich habe es bei meiner Mutter ganz stark, wie sie drunter, meine Mutter hatte ein so brillantes, so fantastisches Gedächtnis. Ob es die Volkswirtschaftspläne der DDR waren, dass sie dann also immer mit den Zahlen saß und sofort sagen konnte, alles Lüge, alles stimmt nicht, sozusagen vor 2 Jahren haben sie das, also die hatte das alles, ich konnte dir Bücher zitieren, wirklich, davon bin ich weit entfernt. Trotzdem habe ich in meiner Familie jetzt von unseren Rudimentbeständen, soweit ich sie überblicke, das noch das beste Gedächtnis. Und jetzt ist ja die Frage, hängst du an deinen Erinnerungen oder hängst du an ihnen nicht? Ich hänge an meinen Erinnerungen, was anderes habe ich nicht. Ich habe viel den Blick nach hinten, sondern ich befinde mich hinten. Die anderen sind alle vorne, da habe ich hinten viel Platz. Das ist mein Gefühl. Also ja, ich mache es ja ganz, fast persifliere mich selber, indem ich sage, ich weiß schon nicht mehr, wo der Zeitungskiosk in der Grünberger stand, auf der linken oder rechten Seite, welch ein Verlust. Das beschreibt aber, weil es sich um Kleinigkeiten, es handelt sich ja oft um Kleinigkeiten und das ist meine Erfahrung, oder mein Größenwahn, viele, viele Jahre lang gewesen, dass ich dachte, das, man kann mir alles nehmen, meine Erinnerung kann man mir nicht nehmen. Und ich merke aber, da ist irgendeine andere Macht, die kann dir sehr wohl die Erinnerung nehmen. Deswegen, ich schreibe eben seit
2004 jeden Tag Tagebuch. Da ist natürlich viel Kraut und Rüben dabei, viel Alltägliches, aber es sind eben Sachen, also meine Lesung, auch das wird dir morgen im Tagebuch landen. Du gewöhnst dich irgendwann an. Das ist sozusagen wie eine Selbstreinigung oder wie du es immer nennen willst. Aber in erster Linie steckt dahinter diese irrsinnige Angst, das alles zu verlieren. Und das ist, tut mir in der Seele weh, wenn ich alte Leute, oft gerne im Fernsehen sehe, im Altenheim, die dann so reduziert. Das ist dieses, ist für mich eigentlich noch schlimmer als das körperliche reduziert sein. Das ist schon schlimm genug, aber das ist dann, wenn du dann. Bei der, die ich Johanna nenne, meine Freundin Angelika, die hat ihre Mutter gepflegt, was ich zutiefst bewundere. Und da habe ich aber erlebt, dass es dann nochmal so eine Art von Kindlichkeit, sehr, kann sehr anstrengend sein für die Leute, die pflegen, aber eine Art von Kindlichkeit, die wunderbar ist, die nur erreicht werden kann, indem du eben bestimmte Sachen vergisst und dadurch also völlig kindlich auf Sachen. Ja, hier die taucht ja im Buch auf, die Mutter. Aber ich wollte einfach niemals in meinem Leben Gelder anhäufen oder irgendetwas. Klar, ich hatte natürlich Ambitionen gehabt, eine Schauspielerkarriere zu machen. Da war aber sozusagen der gedachte Höhepunkt Deutsche Theater, weil es eben DDR war. Ich wollte das Land nicht verlassen. Aber dann, ab dem Moment, wo ich angefangen habe zu schreiben, hätte ich auch das Land nicht verlassen können, weil ich hätte die Sachen nicht mitnehmen können. Ich hätte dann vielleicht einen offiziellen Ausreiseantrag, aber habe ja bei Kollegen erlebt, was das für ein Affentheater war, wenn die 2 Jahre irgendwo Klos geputzt haben oder irgendwas gemacht haben und egal wie bekannt sie waren, nicht rausgelassen wurden. Das ist, also ich hätte mich, habe seit 82 angefangen zu schreiben, ernsthaft, und das hätte ich nicht zurückgelassen. Mit der Idee, du siehst das nie wieder. Das geht irgendwo hin. Und deine Behörde. Ja. Wir haben am Telefon, ja, um es jetzt rund zu machen, darüber gesprochen, dass eine Figur in dem Buch eine kleine Extra-Ode verdient. Eine Figur, die nach dem Motto lebte, einer muss dem anderen helfen. Ja. Oma. Ja, Schade. Ja. Und da haben Sie am Telefon gesagt, ja, zu dir möchte ich richtig nochmal was Abschließendes sagen. Wollte ich sagen, das ist, wer das Buch liest, wird's dann, kann es ja eben lesen. Das hat sich für mich erst im Laufe des Schreibens hergestellt, wo es dann um die Wende ging, dass ich, der ich den Westen ja nun schon, West-Berlin schon kannte, trotzdem so überrannt war von all dem, dass ich mir vorkam, als ob ich in einem anderen Land gelandet bin. Also ich sah plötzlich einen Vertriebenen. Und ich sah plötzlich Parallelen zwischen mir und Oma Schade, die aus Schlesien verlassen musste. Und es endet aber, dass ich sage, das war Hybris. Denn Oma Schade, das beschreibe ich ja zu Anfang, hatte nichts, als sie Schlesien verlassen hatte. Sie saß auf diesem Hauklotz, einem Stück Holz, einem LKW und fing mit nichts an. Und ich habe ja immerhin Möbel, Fotos und alles Mögliche aus meiner DDR-Zeit. Insofern geht es mir mit meiner Erinnerung an ein verschwundenes Land wesentlich besser als Oma Schade. Aber ich habe schon eine Zeit lang dieses Gefühl gehabt, ich bin aus dem vertrieben, was ich ja nie bis zur Wende in Frage gestellt habe. Und um mich herum waren auch viele Leute, die das nie in Frage gestellt haben. Du hast zwar es im Kleinen, dann, aber wir haben ja, oder also ich auf jeden Fall, aber auch viele, mit denen ich mich unterhalten habe, kommuniziert habe, ja gedacht, diese Leute da oben, die dann im Wandel sitzen, das sind ungeheuer kluge Leute. Deswegen reden die so selten. Das ist für mich so faszinierend, wenn die Merkel sich so zurückhält, denke ich dann immer, ist das jetzt die Wandelsmasche, dass du denken sollst, sie redet nur einmal im Jahr zu dem Thema oder zu irgendetwas. Ich denke eigentlich, ein Bundeskanzler könnte mal schneller auf bestimmte Sachen, ob es jetzt Corona oder sonst etwas reagieren, aber soll jeder machen, wie er lustig ist. Aber das war eben die große Erschütterung zu sehen,
dass die zwar, also die alte Generation, da waren ja noch eben selbst Honecker, der ja im Zuchthaus Brandenburg gesessen hatte, also A, dass sie eine Vergangenheit hatte, wo du nicht mitreden konntest, und B, dass du wirklich dachtest, naja, die haben eben den Sozialismus bzw. Kommunismus intus, ne? Also das ist, deswegen darf das und das nicht sein und so weiter. Und dann aber, als das so zusammenbrach, es war so jämmerlich, aber ich glaube, wenn hier etwas zusammenbrechen würde, könnte es auch an vielen Ecken sehr jämmerlich aussehen, dass man sich etwas vorgemacht hat. Und weiß aber, dass ich mir also nie wieder so mich einer Idee hingeben, war ja nicht Genosse oder irgendetwas, trotzdem habe ich bewusst in diesem Land, ich hätte ja, hatte ein 182-Tage-Visum, ich hätte ja, oder schon als ich in der Schweiz Sonjas Rapport gedreht habe, also es hätte ja alles machen können, aber familiäre Bindung und so weiter, es war nie für mich und ich habe eben wirklich geglaubt, dass dieser Sozialismus die bessere Variante ist. So. Heute gibt es für mich eben nur als letztes die Frage, wie kommt jemand darauf, etwas wissenschaftlichen Kommunismus zu nennen? Wissenschaftlich. Es liegt in der Zukunft, niemand kennt es. Und es ist wissenschaftlich. Und wie kann es sein, dass etwas Deutsche Demokratische Republik heißt und gleichzeitig eine Diktatur des Proletariats ist? Das ist unwiderspruch. Also das ist, wenn Sie fragen, mit der Veränderung und so weiter, das ist denn doch schon anders. Das sind doch zwei tolle Schlussfragen, mit denen wir das Publikum nach Hause entlassen können. Ich danke Ihnen sehr für das offene Gespräch. Danke. Danke.